Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece Pirate Warriors und wir sind hier und wir sollten schnellstmöglichst darüber gehen. Ja, das ist ein stark sinnvoller Satz. Können wir da... Nein, warte, da müssen wir später durch. Noch kann Luffy die Aktion nicht, die wir hier ausführen können. Ja, es gibt hier erlernbare Aktionen, die man allerdings in einem sehr linearen Weg braucht. Na, hier auch noch nicht, okay. Mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher, wo man alle bekommt. Bäh, Hilfe. Ja, ja, da solltest du echt aufpassen, Luffy. Wir haben hier delikate Ware. Okay. Oh, hier gibt es Schneehasen. Wie heißen die? Oh Gott. Lupins? Nee. Irgendwie sowas? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Oh. Das ist schlecht. Nein. Ah, Sanji. Genau so sieht's aus, wenn Luffy eine neue Aktion erlernt. Haben wir schon mal gesehen. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass es erlernbare Aktionen gibt. Egal. Aber hier merkt man es erst richtig. Jetzt lernen wir nämlich was mit Hilfe von Sanji. Nämlich eine Aktion, die wir ausführen können, obwohl wir Nami auf dem Rücken haben. Bam. Und dadurch vernichten wir mal einfach so alle Gegner. Fleet? Was wollen die noch groß fliegen? Oh. Wenn du nah an einem Objekt stehst, das Luffy zerstören kann. Ja, ja, ja. Ist eigentlich meistens R2 und Viereck. Also kann man einfach Viereck spammen. Und mit meistens meine ich eigentlich immer. Joa, ich glaube, ich schaffe das. Dann... Bam! Okay, jetzt können wir hier durch. Und da vorne gab es ja nochmal eine Wand, richtig? Wird da jetzt auch durch oder war das schon die zweite Wand? Ich weiß es doch nicht. Na, da war's. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, was es hier drin gibt, aber... Ah, perfekt. Was? Hier können wir erst hin, wenn wir Nami abgesetzt haben? What? Na gut, wir können die Aktion... Achso, stimmt, wir können die Aktion auch genauso ohne Nami machen. Bleh. Das wäre ja irgendwie... Bleh. Glaubt ihr nicht mal alles, was ich sage. Das wäre irgendwie total bescheuert, wenn man das nicht machen könnte. Das würde auch wenig Sinn ergeben. Deswegen kann man's. Und deswegen macht's Sinn. Das macht Sinn, ja. So, dann heilen wir uns mal kurz wieder. Ich will da schon gern wieder zurück. Könntet ihr mich bitte da wieder zurücklassen? Ich kann Nami nirgends ablegen. Das gefällt mir nicht. Nein! No! Ja, jetzt... Natürlich, jetzt kann ich zurück. Lass mich da durch. Oh, shit. Na gut. Nimm wieder mal Nami auf. Da kommt ja schon ein gewisser Sanji. Mensch, hey, ich bin ein Captain. Sei ein bisschen netter zu mir, Sanji. Ne, dann wiederum. Das sind ja Nakamas, nicht wirklich hier Freunde im Sinne von Freundschaft, aber dann auch wieder doch. Also eine stärkere Freundschaft kann man sich kaum vorstellen als Nakamas. Von dem her passt das schon. Okay. Jetzt haben wir erstmal... Ah ja, hier. Da müssen wir so schnell wie möglich hinkommen, sonst haben wir ein Problem. Ich glaube, ich kann von da hinten eine neue Aktion erlernen. Ja. Perfekt. Nämlich, das bringt's. Nein, das ist übrigens nicht sonderlich schwer. Da hier überall Fackeln sind. Ich weiß gar nicht, was die von einem erwarten hier. So. No problem whatsoever. Das Einzige, was wir nicht tun können, ist das hier ziehen. Ich wollte es nur gezeigt haben. Wir haben ein bisschen Zeit, weil ich mich deutlich besser anstelle als damals. Deswegen passt das schon. Jupp, jupp, jupp.
Wir sollen jetzt auf keinen Fall den falschen Weg zurücknehmen, sonst würden wir das Ganze nochmal machen. Naja, wäre jetzt auch nicht schlimm, aber wieso sollten wir das tun, wenn wir es meiden können? Hi. Wir können leider Sanji nicht nehmen. Die fehlenden Münzen, also ich hoffe natürlich, dass das mit dem Leistung irgendwann mal klappt. Damit ich die fehlenden Münzen. Nein, wir sind hier nicht bei Wald. Es gibt hier keine verschiedenen Hüte. irgendwann mal freispielen kann. Ich liebe diese Attacke, die ist so stark. Und die natürlich auch. Genauso. Bam. Du darfst gerne sterben. Versuche natürlich so viele unterschiedliche Moves wie möglich dran zu bringen. Allerdings, ne. Ja. Ich versuche auch ein bisschen X mit reinzubringen, weil ich diese Animation liebe, wenn man mitten in der Animation abbrechen kann. Ja, das macht Sinn, der Satz, aber egal. So. Okay. Eigentlich ist nicht mehr übrig. Puff, perfekt. Puff, perfekt. Perfekt, okay. Es wird so langsam, spät. Sonntagabend. Brauche ich nicht. Andererseits, who cares? Dann. Ich wusste, dass da noch was war. Huch. Wäre jetzt doof, wenn das ein K.O.-Kriterium wäre. Ist es zum Glück nicht. Und wir können ja relativ schnell hin. Hopp. Und dann nicht so schnell wieder runter. Da können wir auch nicht springen. Hätte, glaube ich, Nami auch nicht so gut. Also, hey. Passt in diesem Fall sogar ganz gut. Und wir sollten sowieso viel zu viel Zeit haben. Das heißt, das passt auch. Boah. Muss ich hier womöglich gleich was trinken während der Aufnahme? Meine Stimme fühlt sich so komisch an. Mal schauen, wenn die nächste Cutscene ist. Dann kann ich einen Schluck nehmen. Hab ja hier Apfelsaft nebendran, aber hier die Luft in meinem Zimmer ist gerade so stickig. Denkt immer dran, beim Let's Play die Fenster aufzumachen. Das macht man ungern während des Let's Plays. Andererseits, irgendwann wird es auch kalt. Deswegen, jetzt aber kann ich was trinken. Yay! Okay, er nennt's Eisbär. Shiro Usagi. Könnt ihr euch doch drauf merken. Egal. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal die Stärke von Sanji, denn wir spielen Sanji. Das wird sicherlich einige von euch freuen. Ah, wartet. Ich muss aber trotzdem erstmal wieder mit der Steuerung. Ne, mit zwei ist es noch schwerer, aber so geht das schon. Reception heißt die verdammt Imba-Attacke. Und damit kriegt man eigentlich jeden Shiro Usagi einigermaßen schnell kaputt. So, wir machen natürlich auch nochmal ein bisschen Konkasee. Immerhin geht's hier ums Essen. Ah. Das war doof. Immerhin können wir uns per Reception relativ gut an die Gegner ran. Nein. Sorry. Rantasten wollte ich eigentlich sagen. Jetzt aber. Bam. Okay, ich möchte eigentlich noch was versuchen. Au. Au. So. Naja. Ist nicht sonderlich schwer mit Sanji. Und das war's auch leider schon mit Sanji. Nein! Das dürft ihr nicht tun! Oh oh! Luffy, lauf! Sanji, nein! Ich sollte nicht so arg schreien, sorry.
Oh nein. Natürlich müssen wir nach ihm suchen. Ich meine, Nami ist wichtig, aber Sanji ist mindestens genauso wichtig. Oh. Okay. So, schauen wir erstmal, was wir hier tun können. Nichts offenbar. Aber stimmt, wir können hier ja auch genauso mit wie ohne Nami rüber. Aber die nächste Aktion geht leider nur ohne Nami. Also wir müssen hier erstmal einen sicheren Ort für sie finden. Ach, Tee. Tee brauche ich jetzt nicht. Ah, das ist das jetzt. Jetzt wird es zum ersten Mal ein bisschen kniffliger. Ich glaube, ich kann auch mit Luffy Tee einsammeln, dann wird sie warm. Wie auch immer das funktioniert, aber es klappt. Ah, jetzt kann ich nämlich Folgendes machen. Luffy kommt wieder auf eine Idee. Ganz schön clever, der Kerl. Tut manchmal nicht so, aber er, ja, er besiegt eigentlich die meisten seiner Gegner durch Denken. Überleg mal, wie man, wie er Crocodile besiegt hat. Das war nicht durch reine Kraft. Die späteren Gegner sind dann schon eher durch reine Kraft, aber... nein. Objekte werfen, ja, das wollte ich gerade tun. Sorry, jetzt habe ich ein Tutorial überspringen. Hilfe. So, das wollte ich machen. Können wir nämlich jetzt nehmen und dann können wir einfach R2 drücken und werfen. Und dadurch wird es Nami schon ein bisschen besser. Okay. Offenbar müssen wir wieder zurück. Was? Really? Das macht wenig Sinn, aber... Moment. Ich lade erstmal Nami auf. Ich blick's gerade kurz nicht mehr. Ich hab gerade kurz den Überblick verloren. Muss ich eigentlich gar nicht. Nein, bringt nichts. Okay. Macht auch irgendwie Sinn. Ich dachte nur, naja, ist ein Pickup. Also sollte man meinen, dass es geht. Ja, ich weiß. Sag es doch gerade, ich kann das machen mit Nami. Nein, offenbar nicht. Okay. Sorry, irgendwie bin ich heute gerade mit dem PlayStation Controller ein bisschen verfremdet. What the fuck? Okay. Egal. Hauptsache Nami aufgeladen. Bam, bam. Ich mag die Mission richtig, weil Leveldesign technisch und überhaupt Leveldesign technisch in diesem Game echt gut. Also erwartet man einfach nicht von diesem Spiel, finde ich. Also ich hatte, als ich das zum ersten Mal gehört habe, das Spiel, hatte ich jetzt nicht so sonderlich viele Erwartungen. Wieso geht das nicht? I don't get it. Achso, ich Idiot. Tut mir leid, Leute. Sometimes I just have a brain fart. Bam. Da lernen wir doch gerade eine neue Aktion und schon vergesse ich sie wieder. Ach so. Jetzt müssen wir Nami mitnehmen. Kann ich denn eigentlich runterfliegen? Ja, kann ich. Super. Das kürzt schon mal den Weg ab, den ich nehmen muss. Übrigens sieht es sehr gut aus. Also wenn tatsächlich mein Internet wieder stimmt, dann dürften 3 Videos am Tag wieder machbar sein. Vor allem mit der neuen Internetleitung eben dann überhaupt mal... Ja, das Internet ist hier auch nicht so sonderlich stabil, habe ich schon gemerkt. Also ich habe öfters mal Verbindungsabbrüche, was leider meinen Uploads nicht gut tut. Wenn die nachts sind und ich merke es nicht. Und dann kann es sein, dass so wie diesen Sonntag, dass ein Video halt stark verspätet kommt. Ich hoffe, das kommt. Ich muss gleich nochmal nachschauen. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Bin jetzt davon ausgegangen, dass YouTube das kapiert. Aber YouTube. Right. Mehr muss man dazu nicht sagen. Doch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, ich weiß, ich muss eine Brücke bauen. Da ist irgendwas. Okay, das war jetzt auch ein bisschen verwirrend, aber... Ah, kann ich hier auch rüberspringen? Ja, kann ich. Super. Bringt mir das was? Ich brauche hier Fässer. Da hinten sind Fässer. Okay. Darum... Ah, da ist auch etwas zu werfen. Lass mich mal bitte da hoch. Ah. Ey. So. Her damit. Einmal Brücke. Ja, ja, ich weiß. Okay. Huch, ja. Ja, Game. Da wollte ich gerade hin. Oh.
Ich hab was vergessen, sorry.